Zwei Packen weniger, drei Packen gleich ein Packen. Ne, war falsch rum, ne? Ach ja, warum surrt meine Stereoanlage wieder? Hör auf zu surren da oben. Ruhe da. Nobody wants to hear Ruhe. Die Lautness ist schuld. Die olle Lautness. Surrt wie eine Katze. Miau. Die Lautness am Verstärker ist schuld. Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zur Bastelnacht heute mal am Sonntag. Nachdem wir jetzt einen Samstag verloren haben, weil wegen Internetzerstörung. Einen weiteren Samstag verloren haben, weil wegen Spieleabend. Und Akku leer. Haben wir jetzt einen Sonntag, den wir gewonnen haben. Und wir freuen uns darüber. Hallo Tandor, hallo Empire, hallo Spooky. Vielen lieben Dank fürs Reinsubben. Ihr Suppenhühner, ihr. Genauso wie der Newstinger. Hallöchen. Der Sebi. Der Mathe ist auch schon am Start, habe ich gesehen. Und Fritzbox war der Erste, der guten Abend gesagt hat. Zumindest nachdem ich den Chat outgepoppt habe. Ey, poppen Sie out. Hey Erdmann, was geht ab? Jetzt sind die Öllers bei mir natürlich super leise. Super lause. Wenn die Anlage runterzählt, würde ich den Raum verlassen. Besser ist das. Besser dann schnell verpieseln, dann ist alles im grünen Bereich. Ein Hype-Train nähert sich, das wollten wir doch überhaupt nicht beabsichtigen. Vielen lieben Dank, Bastel-Opa, einen wunderschönen guten Abend, danke für 22 und der Borg, vielen lieben Dank für 7. Soll nicht verloren, Quality Time für dich. CC, ich habe ja auch für euch gesprochen, darum... Du musst ja mal an die Zuschauer denken. Na, schaut euch den Scheiß hier an, guckt euch das hier an, wie schön das hier ist, alles. Alles wunderschön auf dem Tisch. Alles absolut mega tiefenentspannt. Vielen lieben Dank, Weasel, für 55. Und danke, hallo Jens Kling. Hallo Streno. Hallo Fritzbox. Fing Charlotte. Vor the Verlängerung, vor the Instandsetzung. Vor the. Ah, peace all, ja. Peace. Peacen Sie groß. Sieht bei dir nicht anders aus. Tja. Darf man dich etwas fragen? Ja, das kann man probieren. Ob ich es lese, weiß ich halt nicht. Jetzt sind die Chancen sehr gering. Crazy Dog, guten Abend. Vielen lieben Dank. Nico Vega, danke für 14 und Urges, danke für 32. Heute 40,70. Ich habe keine 600 Euro zu verschenken. Leider nicht. Würde gerne, aber man muss halt auch irgendwann mal die Kirche im Dorf lassen. Und es ist eine Grafikkarte. Spoiler. Es ist eine Grafikkarte. Wer sich Benchmark-Balken angucken will, der kann die überall im Netz sehen. Ja. Und dann ist gut. Grafikkarten sind so langweilig. Es sei denn, es sind Underdogs. Aber nicht Marktherrscher, die für eine Mittelklasse-Karte 600 Euro verlangen. Besoffen sind die. Aber sonst. André Hero, danke für 59. Eine sehr effiziente GPU. Ja gut, es ist die modernste Technik. Nvidia hat die beste Architektur. Ja. Genau, das ist korrekt. Das ist sehr richtig. Aber ich glaube nicht, dass du 600 Euro an Strom sparst. In der Zeit, wo du die Karte nutzt. Wird schwierig. Das wird schon kompliziert. Voices of Doom! Thanks for the Geschenk Subs, Duderana! In der Rochen. Meine Logitech 10922 ist verpixelt und habe die schon drei Jahre. Woran kann das liegen? Wo sollte ich die Verpixelung suchen? Ich wüsste nicht, was Verpixelung ist. Ich weiß nur, dass die 10922 ist zwar eine allseits sehr weit empfohlene Webcam, aber. Webcams brauchen sehr, sehr viel Licht, unendlich viel Licht und Webcams brauchen vor allem einen richtigen USB-Steckplatz. Man muss den USB-Port finden, der Webcam schmeckt. Das ist ganz, ganz wichtig. Dynamic, einen wunderschönen Abend. Danke für 52. Servus Timeliner, wie geht's dir? Mir geht's ganz gut.
Na, ist schön gezockt gestern. Wir hatten gestern Spieleabend, wir haben gestern Exit Game gemacht. Nachdem wir das erste Mal ein Exit Game für Fortgeschrittene gemacht haben, haben wir diesmal eins für Einsteiger gemacht. Und jetzt wussten wir schon, wo es lang geht. Aber war Herr der Ringe-Thema, war ganz cool eigentlich, war witzig. Na, aber so ist es. Seit einer Zeit verfügst, weiß nicht weshalb. Vielleicht musst du einfach die Auflösung einstellen. Ich meine, das ist ja auch die Krux an jedem USB-Webcam-Gerät, wenn du es in Verbindung mit OBS benutzt. Du musst jedes Mal, wenn du deinen Rechner ausgemacht hast und gestartet hast und ins OBS startest, musst du jedes Mal die USB-Einstellung neu machen. Du musst jedes Mal sagen, die Auflösung hätte ich gerne. Beziehungsweise, Auflösung merkt er sich tatsächlich meistens. Auflösung sollte er sich merken, aber er merkt sich zum Beispiel so Sachen wie Restlichtverstärkung oder sowas nicht. Die Häkchen merkt er sich nicht. Das ist halt mega Bullshit. Ja. Und that is the problem. Ja, ich habe hier pures Chaos auf dem Tisch. Das ist wunderschön. Wunderschönes pures Chaos. Was sitzt mehr? Wir könnten natürlich irgendwas einpacken. Zwei packen. Darum sage ich das ja. 1-2 Polizei. Hi Heisenberg, ich grüße dich. Ich bin so ein bisschen disconnected, weil die Öllerts so leise sind bei mir hier im Raum. Ich fühle mich so alleine. Ich fühle mich gerade so allein. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen hier. So, eine NVMe-Verpackung. Ich habe ja nämlich den Assassin liegen. Deep Cool hat es immer noch nicht geschafft, mir ein Retention Kit zu schicken für AM5. Deep Cool, da warte ich eigentlich noch auf ein Gehäuse drauf. Da haben wir auch einen coolen Rechnerbau am Start, aber... Ich glaube, ich muss da mal nachhaken, was Sache ist. Das ist übrigens ein wunderschöner Sockel AM4. Zieh mir die CPU aus dem Sockelkühler. Das kann er richtig gut. Aber ich habe tatsächlich den Karton gefunden. Hi Avayo, ich grüße dich. Starviewer, danke für 13. Kannst du mal kurz einen Crashkurs zu Netzteilen geben? Blick bei den ganzen Anschlussbezeichnungen nicht durch. Was soll das? Ich bin erfroren. Danke dir, Alpha Hero. Danke für deinen Support, Mann. Ein Crashkurs für Netzteile geben. Habe ich da mal ein Video gemacht. Ein Crashkurs für Netzteile. Irgendwie glaube ich nicht, dass das Gebirgskind, du hast... Es gibt den 24-Pin Hauptstrom, es gibt den 8-Pin Zusatzstrom. Dann gibt es an Grafikkarten 6 plus 2. Dann gibt es S-ATA. Und dann gibt es seit neuestem den 12-Volt High-Power-Anschluss bei den aktuellen Nvidia-Karten. Also einfacher kann es nicht sein. Braucht man nicht. Das braucht man nicht. Du kannst halt schlecht. Also, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich braucht man das. Wahrscheinlich wäre das der nächste Click-Hit auf YouTube. Aber demnächst dann in einem anderen Stadion. Im Handbuch steht alles drin. Molex. Ja, aber Molex ist ja heutzutage. Oh, Molex. Hi Molex. Na, wie geht's? Hallo, ich bin die Molex-Schlange. Ja, sagen wir es mal so. Diese Seite vom Stecker macht Spaß. Diese Seite vom Molex macht durchaus Freude. Aber diese Seite, oh je, Mini. Vor allem, wenn die beiden miteinander kuscheln wollen, da wirst du Bekloptowitsch. Willst du den hier in eine Festplatte oder Laufwerk stecken? Ist überhaupt kein Problem. Willst du den hier in eine Verlängerung stecken, ist die Hölle am Dampfen. Aber man kann natürlich wunderschön alte Lüfter anschließen. Mit der DC. DC, what's going on? Wir waren heute das zweite Mal in Super Mario Bros. The Film. Highly recommended. It's very entertaining. Und beim zweiten Mal siehst du so viel. Geil. Was ein Fest. Die Molex-Schlange, Mann. Gibt jetzt übrigens bei Amazon den Thermalright-Kühler mit 7 Heatpipes. Das dürfte ein Tick besser sein, als du den letzten verbraucht hast. Ach, geil, ey. Ich habe da noch 3 Stück unausgepackt im Regal liegen. Ja. Bekloppt ist der Typ. Darum, ich muss meine Beklopptheit ein bisschen zurückfahren, weil es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Hier ist Wärmeleitpaste. Pures Chaos, meine Damen und Herren.
Letzte GPU für die Masse. Ich glaube, die neueste GPU für die Masse ist die Intel Arc A380. Wobei die halt nicht als Grafikkarte, sondern eher als Mediabeschleuniger geil ist, aber it is what it is. Irgendwie machst du mir Sorgen? Ich mache dir Sorgen. Warum fragst du? Was, Bone Five? Was? Was ist los? Pass auf, Ravioli, wenn du wieder zu viel rumspinnst oder Spaß hast, stimmt bei dir wieder was nicht. Ja! Stimmt. Also, ich möchte jetzt gerne den Thermalright Assassin hier, diesen Kühler, diesen wunderschönen Kühler, ich habe nämlich den Karton rein zufällig im Schrank gefunden, ich möchte ihn gerne einpacken. Nicht mehr, nicht weniger. Ist total einfach. Und dann ist die Sendung zu Ende. Dann danke ich euch fürs Einschalten. Ist ironisch gemeint. Eine Frage ironisch gemeint. Ja, gut. Ironie funktioniert in Textform genauso gut wie das Sarkasmus-Schild bei Big Bang Theory. Hallo! Inboxing, Unboxing, Overboxing. Ja, Overprovising. Provising. Neuer Trend, ja. Let up. Guten Abend, Max. Was los? Tata! Bumm. Ich dachte eigentlich, ich hätte ihn schon weggeschmissen, aber... Ja, warum sollte man auf den Karton fokussieren? Das hat kein Gesicht drauf, ne? Up to 280 watts of mega power. Ja, ich hätte dich ja gerne mit meinem Arm fünfmal konfrontiert, aber das muss jetzt länger warten als gedacht. Ein Killerkühler, ja. Killertomate, definitiv. Vielen Dank, Thomas B. aus S. Hey, 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 hey. Was geht ab, Dude? Guten Abend, Jackie Markus. Ja, seien Sie gewarnt, dieser Typ hier schwimmt zwar in Hardware und macht mit Hardware rum, aber der ist halt nicht ganz dicht in der Birne, weil er nämlich Spaß daran hat und nicht alles so ernst nimmt, als würde davon irgendwelcher Weltfrieden abhängen. Vorwarnung, Spoiler Alert. Ja, Entschuldigung. So. Tutut. Vielen lieben Dank für euren megamäßigen Support. 30 Abos in the Box. Boah, geil, ey. Die Deep Cool Wärmeleitpaste. Was für eine Spritze. Scheiße, ich bin benutzt. Grüß dich, Siski. Was ist das für eine Spritze hier? Oh, die hab ich doch mal benutzt. Wahrscheinlich. Oh, der Kolben hier. Was ist das für ein Kolben, ey? Da kann es ja frisch abgehen, ey. Ja, hier ist dann auch die P-Card. Extrude Paste to Paint. Ah, wie lustig, ey. It's Peter Funny. Ja, hier ist dann auch Intel dabei. 1100er und 2000er. Also auch für 1700 können wir leider nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen. Wäre ja zu schön, ne? Aber die mussten ja die Abstände wieder ändern. Weil die CPUs ja auch größer geworden sind. Kommt eins zum anderen. So, haben wir hier die Lüfter? Ich glaube, da müssen wir die Klammern abmachen, dann tun wir die Klammern da rein. Sehr lehrreich, ja. So soll es sein. MyTagger, einen wunderschönen Abend. Mein Abend 5 wird leider noch ein paar Monate Staub ansetzen, bis es verbaut werden kann. Ja, erfahrener PC-Zusammenbauer, der nicht ganz so weit von Hannover entfernt, wo er mir gerne helfen möchte. So, Devil, jetzt mal so ganz unter uns, ja? Warum kaufst du dir das Zeug dann in Einzelteilen, wenn du es nicht selber bauen willst? Warum? Wieso? Weil du mal wissen wolltest, wie das so ist, alle Originalkartons da zu haben und so und irgendwie was damit zu machen? Oder wieso machst du das? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. MyTechke, einen wunderschönen Abend. Danke für 15. Ned Flanders, kurze Frage. Reichen 5.7x, 32GB, 680C zum Spielen? Ja. Genau die Kombination habe ich doch jetzt verbaut für Diablo 4 und das ist noch nicht mehr erschienen. Und ich glaube, Diablo 4 könnte man als Spiel bezeichnen. Und das habe ich mit richtiger Absicht gemacht. Aber wieso sollte das denn nicht reichen? Warum muss ich dir die Frage beantworten? Cracky, irgendwas stimmt heute mit dir nicht. Weil ich eigentlich meinen PC-Bauer habe, der aber zurzeit nicht zur Verfügung steht. Ah, der ist AFK.
Das ist ja Schweinerei. Okay, das ist eine legitime, lass ich gelten. 3 Punkte. 3 Punkte nach Flensburg. So. Wie war das denn hier mal ursprünglich? Ich habe jetzt 2 Lüfter. Gerne Stan Industries. Und danke dir für deine Unterstützung. Danke für 16. Hallo Jackie Markus. Ah, guck mal. Jeder Lüfter war einzeln eingetutet. Das kriegen wir doch wieder hin. Also das ist ein megamäßiger Kühler, ja? Ich packe den jetzt nur ein, damit er nicht nackig hier rumfliegt. Weil wenn ich den Karton habe, dann nutze ich den Karton. Also... Ich denke mir so, ja, natürlich hätte ich jetzt auch den Karton wegschmeißen können, aber ich habe zurzeit keine Verwendung für dich. Wenn irgendwann mal Retention Kit für moderne Sockel zur Tür reingeflogen kommt, dann bestimmt wieder. Warum machst du das? Was hat AMD eigentlich geraucht, dieses Puzzle Heat Spreader auf ARM 5 zu setzen? Beim Ausbau war er nahe Herzinfarkt, nicht zu packen, das Ding. Ja, nicht zu greifen, das ist in der Tat, ja. Das ist in der Tat so eine Sache für sich, dass das nicht zu packen ist, quasi. Retroscope, danke dir für 58 und Streetlight, danke dir für 67. Lustig, wie hier so eine Entnehmlasche oben dran ist, als ob du das Ding irgendwie... Ach, da unten auch. Ja. Wahrscheinlich steckt da einer da. Man weiß, nee, der lag quer bestimmt, oder? Nee. Hukant? Hu Weng Lang Yang. Der eine hat Laschen, der andere nicht. Laschen und Gamaschen. War hier oben drin? Nee. Das ist ein Abstandshalter, ja. Halt! Eine Armlänge. Eine Armlänge Abstand. Servus Salty Inbred. Einmal 90 Grad drehen. Passt aber nicht. Das passt aber nicht. Hier vor, meinst du? Hier, so. So. So wird's gehen. So wird es funktionieren. Könnte hinkommen. Das könnte gut werden. Unten quer. Das ist, glaube ich, nicht Sinn der Sache, dass das Gewicht des Kühlers auf dem Lüfter liegt. Das Teil sieht massereich aus. Ja, ist er auch. Das haben wir ja im Video, haben wir den ja... für sehr gut befunden. Der steckt ja bisher im Grafikkartentestsystem. Was haben wir jetzt auf Wasserbasis? Ist das jetzt wasserlöslich? So, was passiert jetzt? Was kommt doch hier? Kommt doch nur noch das. Passt aber nicht. Das kann nicht richtig sein. That's not right. That doesn't fit. That doesn't fit. What's up with Z? So, den könnte man da drin versenken. Das würde gehen. Purzeln mit Krecki, ja. Purzeln, ne? Ah, jetzt ja. So. So. Hohoho! Ja! Ich habe ihn eingepackt bekommen. Mann, bin ich schon, ey. Der war ja mal da drin. Und jetzt wieder auspacken. Hey, Freunde, herzlich willkommen hier. Ja, der Assassin 3, also geiler Kühler. Mega Gerät. So. Wo wir gerade mal einpacken sind, müssen wir gleich mal was auspacken. Chaos packen. Keine Beinfreiheit. Weltklasse. Hammer. Was hier alles liegt. Real Schutte. Nicht nur volljährig, sondern jetzt schon über 50. Heidenei. Der Wahnsinn. Wir lassen einen draußen. Da Gerät kühlt CPU schweißfrei. Finden Sie jetzt bei eBay Kleinanzeigen Assassin 3 nur einmal ausgepackt. Professionell wieder eingeboxt und jetzt zum Super Sonderrabatt für einen Außenspiegel. Was sagst du zur neuen AMD Sockelgeneration der DDR5?
Wenn man schon auf DDR4 ist mit einem leistungsstarken Prozessor, bitte warten. Weil es lohnt sich nicht, Geld nochmal in die Hand zu nehmen. Ja, ne? Ich bin ein bisschen sauer auf AMD, weil sie einen bisher sehr an der Nase herumgeführt haben mit ihren CPU-Releases auf diesem Sockel. Also das war alles maximal ungeschickt. Maximal ungeschickt. Erst bringen sie die ersten X-Modelle raus, die halt sehr, ja, sehr, sind relativ leistungsstark, was das Arbeiten angeht. Beim Gaming her waren sie ja, naja, reden wir nicht drüber. Dann kommen die Nicht-X-Modelle, die quasi genauso gut sind, günstiger und stromsparend. Ja, hallo? Toll. Warum nicht gleich so? Und dann kommen die verkorksten 16- und 12-Kerner X3D-Modelle, die du nicht gescheit, also wo du einen Bachelor für haben musst und beten musst und dein System immer beobachten musst und fragen musst, läufst du jetzt auf 3D oder nicht? Läufst du auf 3D? Moment, lass mich mal gucken. Läufst du auf den 3D-Kern oder nicht? Weiß ich nicht. Könnte sein. Und dann kommt der X, dann kommt der 7800X3D raus und dann wollen sie auch über 500 € für und die haben den Schuss nicht gehört. Also ganz schlimm im Moment. Ganz schlimm. Natürlich stand jetzt, hey, neu bauen vielleicht ein ARM5, natürlich. Mit einem 78X3D, ja, kann man alles machen, sicher. Aber da ist noch ein bisschen, da muss noch ein bisschen was passieren, so. BIOS-mäßig und dass das alles noch ein bisschen runder wird, aber ja. Funktioniert schon, ne? Aber wie gesagt, wenn man ARM4-Board hat, vielleicht schon mit PCI Express Generation 4 und man jetzt nicht unbedingt das Mega-Bedürfnis hat, mehr schnellen, also extrem schnellen Speicherplatz im System haben zu müssen, sprich mehr NVMe-Steckplätze für NVMe-Laufwerke. Das ist so mein legitimer Grund, auf ARM5 pauschal zu gehen. Es gibt natürlich mehrere Gründe, klar. Ne? Manch einer will auch die brachiale CPU-Power von so einem 16-Kerner. Aber in Games bringt es halt nicht, ne? Weil dann kannst du auf dem ARM4 auch sagen, hier 58X3D und gib ihm. Pfeif auf die 15% bis 20% CPU-Leistung, die du verlierst, in Anführungszeichen. Und gut ist, ja. Dann lieber mehr Geld in die Grafikkarte investieren. In brutalen Stückzahlen ausliefern. Weil den keiner kauft. Was ist das? 500 € für Prozessor? Die Plattform ist halt so uninteressant, weil die Plattformkosten so... Die Mainboard-Kosten sind halt übel. Richtig übel. Aber gut. Also, ne? Ist halt neu und da muss man es natürlich haben. Kann ich verstehen, aber... Was haben D3D ja Probleme? Nee, die haben keine Probleme. Du hast... Nee, nein. Nein. Man hört mir leider nicht zu. Ah, ja. Mindfactory hat's. Ja, Mindfactory schreibt da Zahlen hin, ja. Das ist gut. Das ist schön, dass die Zahlen da hinschreiben. Ja. Trotzdem haben viele lange drauf gewartet, bis da was passiert ist. War's nicht da. So. Nee, es ist einfach nur 12-Kerner und 16-Kerner. X3Ds sind halt kompliziert, weil du so viel beachten musst, damit du sicher gehen kannst, dass es hoffentlich hinhaut, dass der 3D-Kernteil dein Spiel befeuert. Und halt nicht der andere Rest, der halt zwar höher taktet auf dem Papier, aber halt langsamer in Spielen ist. Und das ist halt einfach sperrig. Das ist unnötig. Das ist unnötig. Ja? Und dann sagen immer alle so, ja, der X3D, der reine X3D, also der 78X3D oder der 58X3D, der ist dann aber nichts fürs Arbeiten. Was ja auch wieder Quatsch ist. Ja, im direkten Vergleich ist die CPU langsamer. Ja, aber vergleich das doch mal vor ein paar Jahren. Da ist immer noch relativ viel Power hinter. Ja, natürlich wäre das jetzt nichts, wo ich sagen muss, ich mache aber 12 Stunden am Tag mache ich 3D-Modellierung, was über die CPU läuft. Ja, okay, dann ist das wahrscheinlich nichts. Aber für den Otto Normalo, der wird das nicht merken. Die Grafikkarten machen heute so viel. Die machen die ganzen Grafikkarten machen die Drecksarbeit. Ja, sei es Video-Enkodierung und so weiter und so fort. Das waren immer die Grafikkarten. Also insofern nicht so gewichten, nicht so krass gewichten, wie stark ist denn die Anwendungsperformance von meinem X3D. Ja. Das ist das Erste, was ich von JZ Elektronik gehört habe. Ich bin aber vom X3D enttäuscht. Ich so, du testest den leider nicht richtig.
Du hast halt kein Anwendungsgebiet, wo du die Leistung sehen könntest. Ja, der wäre ja nur gut für Spiele. Ja, ja, das ist das halt. Ja, natürlich. Ich habe auch gefragt, hast du einen ausgepackt da? Und 7.8x3D? Ja, leider nicht. Sonst hätten wir vielleicht was deichseln können. Aber so schiebe ich meinen Outcast-Test noch ein bisschen weiter und ich habe da kein Problem mit. Weil es ist ein Prozessor. Ja. Das ist ein Prozessor. Das ist das halt. Am Ende sind es immer, ist immer nur alles Computer. Am Ende sind es alles Computer. Aber was halt echt nice ist, ist hier dieses kleine Intel-Ding. Es macht schon Spaß. Ich habe da jetzt die RX 6800 da reingeballert. Hab da noch ein bisschen dran rumgedoktert. Abseits der Aufzeichnung, abseits der Sendung. Und ist eigentlich ganz, ganz nett geworden, weil... Ich meine, Verkabelung... Ja, ja, danke Schwerkraft, Deutschland. Verkabelung ist immer noch unter aller Sau. Also einfach nur salopp reingeklatscht. Hauptsache läuft, aber... Ihr seht es, ich habe es jetzt mit dem Topblower ausgestattet, den auch noch JZ Elektronik da hat, den 11LP, den Freezer. Habe die Wärmeleitpads unter den kleinen Kühlkörpern durch neue ersetzt. Und das läuft ganz gut. Ab und zu, also es läuft nicht hundertprozentig, ab und zu kommt, wenn die Last weggeht, kommt ein Blauer aus dem Nichts. Ja? Das kann natürlich sein, weil das ein Engineering-Sample ist und er nicht so gut kompatibel mit Windows 11 sein soll. Whatever. Das könnte natürlich sein, ja. Aber ich habe mit dem Ding auch schon 3 Stunden Minecraft am Stück gespielt, ohne Trouble. Die Times bei Stresstests laufen granatenmäßig mit über 92%, nee, über, nein, 99,2% stabilen Frames. Ja, der Times by Extreme und der Firestrike und so, die laufen wie Butter. Kaum Abweichung bei den FPS, laufen richtig gut. Kein Terror, also und ich hab ihm, er ist ja RGB los, ich meine die Grafikkarte leuchtet hier, aber ich habe so eine Lichtstripe hinter das Board gezimmert und das sieht dann so aus, wenn ich ihn anmache. Was sagt man dazu? Ja. Weil hier war ja so, das war so abgewinkeltes Blech und dann habe ich dann da so eine weiße LED Leiste hingezimmert und so wird dann jetzt indirekt beleuchtet, ja. Die Bootzeit ist halt schön, ne? So kleine Systeme, das ist noch eine 1 Terabyte SSD reingekommen und die Bootzeit ist halt nett und ist ein Traum. Ja. Philips Ambilight, ja. Ich habe es einmal mit dem einfachen Intel-Box-Kühler probiert, aber da war kein Durchkommen. Vorne ist jetzt auch noch ein 140er Lüfter drin gelandet. Das ist halt alles Käse hier. Ich habe das halt einfach zusammengeklatscht und Hauptsache funktioniert. Aber, ja. So sieht das aus. So ist das kleine Gerät. Also, nicht schlecht, aber halt auch für versierte Nutzer, ne? Für versierte Nutzer, die damit spielen wollen. Das ist halt auch nichts, wo ich jetzt ernsthaft sagen würde, hey, oder du bist der Papa und du musst für die Kinder was Günstiges bauen, was einigermaßen leistungsstark ist und du hast da eine Hand drauf, dann kann man das machen, ja. Dann kann man sowas machen, aber so generell empfehlenswert, ja, nee, nicht wirklich. Aber, was ganz witzig ist, eigentlich haben wir ja irgendwo die Info gehabt, dass das Ding mit PCI Express Generation 4 mit 8 Lanes läuft, aber GPU-Z spuckt mir 16 Lanes aus und auch der 3D Mark Bandbreitentest gibt Gigatexel-mäßig die Performance an, die man bei 16 Lanes haben sollte. Also es ist anscheinend doch ein vollwertiger Steckplatz. Faszinierend, nicht wahr? Resizable Bars aktiviert. Oh, es gibt eine neue Version. Na toll. Wie nervig dieser Hinweis ist. auch bei CPU-Z. Jedes Mal. Hey, wir haben eine neue Version. Wie sieht's aus? Nein, jetzt nicht. Versehentlich alle Lanes angelötet. Man weiß es nicht. 45 ist die richtige Antwort. Ja, hey, listen. Das sah auch gerade so aus. Hey, hey, listen. Cracky, listen. Salty Moin, Servus. So, wir fahren den runter, weil das System soll jetzt nicht innerhalb der Sendung sein.
Auf jeden Fall, die negativen Kommentare habe ich natürlich aufgesaugt. Ja. Einer hat kommentiert, Fazit Intel, Fazit China-Schrott. Ja, okay, wenn du aus dieser Bastelnacht dein Fazit China-Schrott ziehst, viel Spaß bei deiner Meinung. Ich war anderer Meinung nach dem Abend. Aber wir haben so viel Spaß gemacht. So. Aber den stellen wir jetzt mal an die Seite, weil wir wollen dann das Grafikkartentestsystem. Und dann holen wir noch einen anderen Karton. Und warum ist hier ein USB-C-Kabel? Was habe ich damit gemacht? Ich habe schon wieder vergessen. Intel 000, ja. Das wird doch gut geklickt, ja? Also man sollte eigentlich überall reinschreiben, AliExpress Hardware, und dann werden die Videos geklickt. Also das Thumbnail ist gut. Könnte noch besser sein. Ich muss noch mehr Sexappeal ins Thumbnail bringen. Sowieso Hardware, die gerade ausgepackt wird, so. Zip. Voll wie ein Schwamm. Dü-dü-dü-dü. Und das ist in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung. Warum ist jedes Mal der Tisch zu Ende? Aber Glück gehabt, ey. I fix it. Jedes Mal ist der Tisch zu Ende. Was soll das? Okay, cool. Also wir machen hier mal Little Break und No Name. Vielen Dank für 30. Little Break, aufzeichnungsweise. Unterm Stuhl liegt noch was. Sauknapf. Kamera sieht mehr als menschliches Auge. Dankeschön. Der Sauknapf. So. Genau, in diesem Sinne, vielen Dank, liebe YouTube-Zuseher. Danke für euer Interesse an meinem geistigen Erguss.